liebe Zuschauer, heute ist Freitag, heute gehen wir auf den Markt Kong Tom in Pattaya. Da ist freitags, da ist dann Kleider und alle möglichen Sachen auf dem Markt. Und morgen früh, das machen wir heute auf deinen Film drauf, morgen früh gehen wir noch auf den Markt, genau derselbe Markt, da ist aber Samstag, Sonntag nur für Blumen. Lasst euch überraschen, was ich alles zeige. Weiter geht's nach dem Intro. Viel Spaß und bis gleich. So, wir haben jetzt Abend, 18.30 Uhr und da laufen wir mal über den Markt drüber. Bäume gucken wir morgen, Schatz. Ja. Morgen ist Bäume gucken. Versprochen. Ah, gesagt, versprochen, ja. Da freuen wir uns nämlich drauf, auf die Bäume, weil da wollen wir einiges mit nach Hause nehmen. Blumen sind unser Leben. Super. Schatzi, und das lass mich bei den Fischen gucken. Ich mag hier Fische gerne. Schöne Koi-Karpfe. Oh, da ist schön, die dunkle. Ja. Warum, ob die morgen auch da sind? Ah, ne, das ist zu weit. Wasserpflanze, fein Aquarium, ja. Aquarium, aber mehr oder weniger. Das ist normal, ne? Das sind mehr Wasserpflanze, fein Aquarium, wow. Denke ich mal. Ne? Ich mag hier Secondhand-Sache. Wunderschöne Sache, da, wo man guckt. Fehler unser, gell? Ist ja Fehler unser. Das fehlt uns ein bisschen, ja. Das ja. Fehlt uns ein bisschen, die Flohmärkte, ne? Ja. So, wo ist das? Mikrofone. Und eine neue Klamotte. Guck da das, oh, da hat auf dem Buckel der Verkäufer ein Vogel drauf sitzen. Ach, wie schön. Oh, wunderschön. Die Korn hat natürlich gleich ein paar Schuhe gefunden, aber die waren super günstig. Schatz, was hast du bezahlt für die Schuhe? 50 Baht. 50 Baht? Na, alle, zeig mal. Aber guck mal. Wow, das sind die Schuhe, wo du gerne anziehst. Ja, richtig. Ey, für das Geld, super. Guter Kauf, Schätzel, weitermachen. Gucken euch die Hundchen an, hey. Die nehmen sie mit auf den Markt. Ja, er sind goldig, hä? Wunderschön. Die verkaufen sie nicht, die gehören dem Verkäufer. Der verkauft die nicht. Guck euch das an, wie lieb. Das sind wahre Hundefreunde. Die nehmen ihr Hunde mit auf den Markt. Super. Ja. Mein Gameboy. Ja, das wäre, gucken wir, dass ich ihn nicht kriege. Dein Geldbeutel ist kaputt. Vielleicht findest du einen. Guck doch. Ja. Dann zeig euch doch mal neu gekauft. Wer ist auch?
Ah, mein Mann, lala. Ah, nein, nur Essen. Und auf der anderen Seite, lass du jetzt ohne, Schatzi. Wunderschöne Kleider. Das ist Caravans Ecke. Da sehen wir, das im Hintergrund ist das Mini Siam und das Bangkok Hospital in der Gegend. Nur, dass man weiß ungefähr, wo der Markt ist. Da ist alle Wochenende. Freitags ist er mit Klamotte und Secondhand. Und Samstag, Sonntag ist er für Bäume und Sträucher und so Sachen. Aber das sehen wir ja morgen. Ja, könnte ein bisschen Klee werden, ne? Für Handy und so. Nee, für das hier. Nee, für Handy. Ah, doch, Maske. Ja, ja. Die neueste Maskenkultur. Der neueste Schrei, was Masken angeht. Ah, nimm da gleich mit. Oh, super Geldbeutel. Kornera ist kaputt, die brauchen neuer. Oh, mir, ja, du siehst. Wunderschöne Farbe. Die Korn sah zwar, ist alles so gläfers, aber sie geht doch hin, dass man schönes Filmmaterial mit schöner Farbe kriegt. Aller gut. Schön auszusehen ist es ja, ja, stimmt. Auf Wiedersehen. Ja, liebe Freunde, der Markt ist groß, ja. Man läuft drüber und guckt immer, was alles so gibt. Trotz Corona ganz viele Leute unterwegs. Abstandsregeln werden ganz streng eingehalten, wie man sieht. Ne? Schauen wir mal. Ne? Ich bin mal gespannt, wie es mal früh aussieht. Lass uns mal überraschen. Dann sehen wir, wie es ist. Ne? Aber auf jeden Fall, wie gesagt, Abstand kann man da so, gibt es keiner. Zum Glück, es langt ja, womit wir die Maske schon tragen müssen. Namen gerade Chip holen wir uns jetzt. Rosella! Das trinken wir jetzt gleich mal, testen, wenn es schmeckt, holen wir uns noch eine Flasche. Einwandfrei, super. Hallo, schmeckt gut. Schmeckt super lecker. Ja. Trinken wir vor Ort, bei der Dorscht. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Super schöne Essenssache. Was besteht denn bloß die Menge Mau? Das sind gut, du. Oh, die Schafe hält ja. Aber die sind bestimmt warm. Das ist auch immer lecker, du. Du auch, oder nicht? Ja, auch zwei Stück. Was nur nervt, sind die Menge Mau, aber das ist nicht schlimm. Die fliehen nur ums Licht drumherum, wie verrückt. Ja. So, ein kleines Bierchen trinken wir. Zusammen aber.
schauen wir mal. Ne? Das brauchen wir jetzt halt. So, das nennt man, glaube ich, Fingerfood. Fingerfood. Lecker. Die sind extra scharf. Sorry, mit vollem Mund spricht man nicht, hab ich vergessen. Ja, ja. Zum Wohl, mein Schatz. Lecker. So, ihr Lieben, das war's jetzt erstmal heute oben. Moi Fri, machen wir aber gleich weiter auf demselben Platz, aber mit einem ganz anderen Markt. Ich gehe jetzt weiter, aber das sehen wir im anderen Film. Moi Fri, machen wir hier weiter. Bis gleich. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Wie wir euch gestern schon gesagt haben, heute Moi geht's weiter mit dem Blumen- und Bäumemarkt. Gestern oben sind Klamotten verkauft werden, Secondhand. Ja. Und heute geht's weiter mit Blumen. Jawohl. Da wir viele Abonnenten haben mit unserer Gartenliebe, denke ich, die lieber Blumen. Also viel Spaß halt mal weiter beim Weitergehen. Zweiter Teil, okay. Markt.com. Der Markt.com, zweiter Tag. Wie ihr seht, überall schöne Blumen, wunderschön. Ganz fantastisch. Einen nimmt er mit. Blumen lieben wir doch. Warte mal, ich lass uns mal drüber laufen. Überall wunderschöne Bäume, überall wunderschöne Blumen. Guckt euch das an. Für jeden Gartenliebhaber doch ein Traum. Was schöne Blumen, exotische Blumen. Ja, wunderschön. Überall wunderschöne Blumen und Bäume. Guckt euch das an. Fantastisch. Oh, für jeden Orchidee lieber. Guckt das. Wunderschöne Orchideen. Wunderschön. Wahnsinn. Sehr schön, sehr schön. Ja, dann nimmt er doch mit. No. Man kann ja von da, ne? Ah, wieder exotische Wasserpflanze. Wunderbar. Guckt euch das an. Ganz kleine Mini-Blümchen. Wie schön. Ach, die Heide. Vorne halt mit dem passenden Rock an. Ja. Mit dem passenden Baton an. In grün, im Garten mit Blümchen. Ja, lila. Und dann Finger, das ist ja Finger. Ja, kann man so, ja. Schatz, du weißt, in deutsche Blumen kenne ich mich nicht aus. Genau wie in Thailand. Petunie, ja, aller gut. Ja, ja. Auch schön, ja. Sehr schön. Wunderschön. Überall wunderschöne Blumen. Wunderschöne Blumen. Das ist gut, meine ich. Guck mal, die Blumen, Wahnsinn, ne?
Natürlich gibt es da nicht nur Blumen, man kriegt da ganze Bäume zu kaufen. Komplette große Bäume. Guck euch das an. Die werden angeliefert mit einem großen LKW. Wahnsinn. Damit. สมพงษ์มันดอกไงเนาะแก้วลิลลี่ว่ะสิหอมตลอดหอมก็ขึ้นแต่ก่อนเรามีต้นหน้าตาสองต้นห้าสิบเราต้องมีเนื้อทั่วก่อนไม่ฉันจะไปใช้หอยที่ซื้อมาวันนั้นที่ไอ้นั่นไงอันนี้มันในร่มเหรอจ๊ะหรือถามกางเกงก็ได้ครับเหรอWunderschöne große Fahne, guck euch das an. Mein lieber Mann, toll. Jeden Samstag, Sonntag. Jeden Samstag, Sonntag ist der Blumenmarkt hier. Wunderschön, absolut toll. Guck dir die Blume da an, schön. So, was Schönes haben wir gefunden. Wir nehmen so zwei Gestücke, so Hänge mit. Zahlen wir jetzt für zwei so Dinge, zahlen wir 280 Baht. Gut. Okay, viel. Na. Ah, okay. Die Seerose, wunderschön. Wunderschön, so nehmen wir jetzt mit. So ihr Lieben, das war's jetzt halt wieder von Auswandern Thailand. Die Koron Metall wird uns jetzt verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Kanal abonnieren und am besten wieder kommen. Ach ja, bevor ich es vergesse, Mems Channel vorbeigucken, da sind natürlich auch eure Filme dabei und auch wieder von Pattaya. Schaut mal rein und ado, wenn es euch gefällt, einfach abonnieren und kostet ihr nichts. Ne? Ja. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Viel Spaß. When I go to Thailand, I learn to speak some Thai. I cannot eat spicy food, so I sip it my dai. I want to do some shopping, I ask how much Thai. But paying the price is very high, so I say lot dai mai.